Was kann ich während einer Sichtprüfung erwarten? Eine umfassende Sichtprüfung pro Jahr hilft den Menschen dabei, ein gesundes Sehen aufrechtzuerhalten. Ein Augenarzt kann das Sehvermögen einer Person überprüfen und feststellen, ob sich die Person in einem frühen Stadium einer Augenkrankheit befindet. Viele Augenkrankheiten lassen keine offensichtlichen Symptome oder Anzeichen erkennen. Daher kann ein Besuch beim Augenarzt zu einer Sehuntersuchung die Verschlechterung des Sehvermögens einer Person verhindern. Wenn Patienten den Augenarzt aufsuchen, werden sie einer Vielzahl von Sehtests unterzogen. Zunächst kann der Patient einen Fragebogen zu seiner Vorgeschichte ausfüllen. Er wird gefragt, ob er medizinische Probleme hat oder ob in seiner Familie bestimmte Krankheiten aufgetreten sind. Der Patient muss den Augenarzt auch über die aktuellen Medikamente informieren, die er einnimmt. Als nächstes beginnt der Augenarzt mit einer Reihe von Tests, die die Gesundheit der Augen des Patienten messen. Anfangs beginnt der Augenarzt oft mit einer Retinoskopie. Bei dieser speziellen Art von Untersuchung schaut der Patient durch Brillengläser, während er eine Reihe von Buchstaben liest. Die Lichter im Raum werden gedimmt und der Patient wird gebeten, die Buchstaben an der Wand vorzulesen. Währenddessen richtet der Arzt ein Licht auf das Auge des Patienten und wechselt die Linsen, um festzustellen, welche Korrekturlinse für den Patienten am besten geeignet ist. Augenärzte können sich auch für einen Test entscheiden, der als Abdeckungstest bezeichnet wird. Während dieser Art von Untersuchung weist der Augenarzt den Patienten an, sich auf ein entferntes Objekt zu konzentrieren, während der Arzt eines der Augen des Patienten abdeckt. Dadurch kann der Augenarzt bestimmen, wie viel sich das Auge bewegen muss, um sich auf das entfernte Objekt zu konzentrieren. Die Titeluntersuchung ist ein einfacher Test, mit dem der Arzt feststellen kann, ob der Patient ein Augenproblem hat, das zu tiefen Wahrnehmungsschwierigkeiten oder anderen Arten von binokularen Sehproblemen führen kann. Eine andere Art von Sehtest, der von Augenärzten verwendet wird, ist der Refraktionstest, ein Test, der verwendet wird, um die spezifische Linsenverordnung eines Patienten genau zu bestimmen. Während dieses Vorgangs wird eine Maschine, ein sogenannter Verrubter, vor die Augen des Patienten gestellt und wechselt regelmäßig die Linsen. Der Arzt wird den Patienten dann fragen, welche Linsen dem Patienten ermöglichen, am klarsten zu sehen. Um zu beurteilen, ob bei einem Patienten eine Augenkrankheit vorliegt, führt der Augenarzt eine Spaltlampenuntersuchung durch. Dieser spezielle Test verwendet ein Instrument, das die Struktur des Auges vergrößert. Der Patient stellt sein Kinn auf eine kleine Plattform und das Instrument strahlt mit einem Licht in das Auge des Patienten. Anschließend schaut der Arzt durch ein mikroskopähnliches Okular, um die Untersuchung durchzuführen. Mit der Spaltlampe kann der Arzt schwere Augenerkrankungen wie Makuladegeneration und Hornhautgeschwüre diagnostizieren. Glaukomtests messen den Druck in den Augen des Patienten. Das berührungslose Tonometer und das Applanationstonometer sind zwei gebräuchliche Methoden, um das Glaukom zu untersuchen, eine schwere Erkrankung, bei der der Sehnerv schwer beschädigt wird. Das berührungslose Tonometer verwendet Luftstöße, um den Druck im Auge zu testen. Zunächst legt der Patient sein Kinn auf eine Kinnstütze und fokussiert ein Licht in der Maschine. Der Arzt wird dann eine kleine Menge Luft auf das Auge richten. Das Applanationstonometer ist ein Instrument, das auch den Augendruck testet. Betäubende Augentropfen werden in das Auge des Patienten gegeben. Als nächstes starrt der Patient nach vorne, während der Augenarzt das Auge sanft mit einem Instrument berührt, das blaues Licht aussendet. Nach einer Sehuntersuchung teilt der Augenarzt dem Patienten die Testergebnisse mit. Er oder sie wird Behandlungen für diagnostizierte Augenkrankheiten besprechen oder dem Patienten Korrekturlinsen verschreiben. Eine jährliche Visionsuntersuchung ist ein notwendiger Bestandteil jedes Wellnessplans, da sie dazu beitragen kann, Sehprobleme zu erkennen oder zu verhindern, die sich negativ auf das Leben eines Patienten auswirken können.